Steffi, wie würdest du eigentlich deinen Fahrstil beschreiben? Was bist du so für ein Autofahrer? Ich bin sehr ruhiger, guter Autofahrer. Ich fahre immer sehr entspannt, bin sehr ruhig, bin überhaupt nicht so stressig. Nur wenn mir einer jetzt, weil ich ortsunkundig bin oder so, weißt du, die drängeln ja da manchmal. Das finde ich dann ziemlich blöd. Da könnte ich dann manchmal wirklich aus der Haut fahren. Dann fahr doch, du Affe! Nach 200 Metern rechts abbiegen in den Boulevard Osman. Oh mein Gott, Ponymädchen, lauf! Nach 200 Metern links abbiegen in den Boulevard Osman. Boah, die geht mir mit ihrem Boulevard Osman so auf die Nüsse, ne? Ja, lauf doch alle. Ich kann ja hier parken, dann laufen wir zum Eiffelturm. Ich glaube, Hupen ist hier gut. Wo fahre ich denn jetzt? Fahre ich jetzt da hinten lang, fahre ich jetzt hier lang? Steht doch geradeaus. Auf dem Navi steht geradeaus. So, bleib jetzt stehen, alle. Jetzt ist Schluss hier. Oh, geht doch. Ja, manchmal muss man sich mit einer Hupe ein bisschen Respekt verschaffen. Abbiegen in den Boulevard Osman. Oh, ich fahre jetzt einfach mal hier so rum. Kannst du mal irgendwo gleich rechts ranfahren, dass der Philipp ein Bild von außen machen kann? Das wäre ganz wichtig. Fahren Sie 850. Halt doch mal hier rechts. Ja! Ach, wieder falsch gefahren. Nee, ich fahr nirgendwo hin jetzt! In den Boulevard Osman. Du sollst aussteigen, ein Bild von draußen machen. Schön, dass hier ist.